Emily ist endlich wieder verliebt, doch das ausgerechnet in den Ex ihrer Geschäftspartnerin Katrin. Nach wie vor hegt diese noch Gefühle für Tobias. Eine verzwickte Situation. Achtung, es folgen Spoiler. Emily, Anne Menden, durchlebt bei GZSZ derzeit eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Nach Monaten des Single-Daseins hat sie sich endlich wieder verliebt. Doch der Mann, auf den sie ein Auge geworfen hat, ist mit Vorsicht zu genießen. Denn es handelt sich um niemand Geringeren als Katrins, Ulrike Frank, Ex-Tobias, Jan Kittmann, für welchen Katrin nach wie vor Gefühle hegt. Darüber hinaus ist Tobias derzeit nicht an einer festen Beziehung interessiert. Emily sollte ihn sich also tunlichst aus dem Kopf schlagen. Das ist jedoch leichter gesagt als getan. Emily gerät plötzlich in eine unangenehme Situation. Katrin droht Emilys Geheimnis aufzudecken, seitdem Emily herausgefunden hat. Dass Tobias lieber an Affären als einer ernsten Beziehung interessiert ist, versucht sie, ihre Gefühle für ihn zu unterdrücken. Doch das erweist sich als äußerst schwer, denn Emily kann es nicht lassen, ihren Schwarm in den sozialen Netzwerken zu stocken. Das bleibt nicht lange unbemerkt. Ausgerechnet Katrin kommt vorbei, als sie sich gerade den neuesten Post von Tobias ansieht. Vor lauter Schreck lässt Emily das Handy fallen, als Katrin dieses aufhebt, um es ihr zurückzugeben. Erhascht sie einen Blick auf das Foto und verstummt für einen kurzen Moment. In Emily kommt Panik auf. Ist sie etwa vor Katrin aufgeflogen? Um das herauszufinden und die Situation zu retten, versucht Emily die unangenehme Situation mit einem abwertenden Kommentar zu Tobias zu überspielen. Doch Katrin lässt sich darauf nicht wirklich ein. Auch während der gemeinsamen Autofahrt herrscht eine unerträgliche Stille, welche Emily zu durchbrechen versucht. Doch dann lenkt Katrin das Gespräch auf Tobias. Emily gerät in Bedrängnis. Als diese von ihr wissen will, welchen Eindruck Tobias auf sie gemacht hat, da sie ihn schließlich öfters gesehen habe. Emily nutzt den Moment, um mehr über Katrins Gefühle für ihn herauszufinden. Die hält sich jedoch bedeckt. Ihre Frage, ob er eine neue Partnerin hat, gibt Emily jedoch die unerfreuliche Bestätigung, Katrin ist nach wie vor nicht über Tobias hinweg. In Emily macht sich das schlechte Gewissen breit. Zum wiederholten Mal wird ihr klar, dass sie ihren Gefühlen für Tobias besser nicht nachgeben sollte, außer sie möchte das gute Verhältnis zu ihrer Geschäftspartnerin zerstören.